Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge um die zweite Omnibus-Simulator hier auf meinem Kanal. Es ist tatsächlich soweit, das Update kam heute. Also, ja, es kam heute. Wann kann ich nicht sagen, es gab zwei Patches für Omni. Leider alle ohne Beschriftung. Aber gut. Ist ja auch nicht so wichtig, ne, dass man das mal ankündigt. Es gewittert draußen, ne? Aber das soll uns mal nicht stören. Genau, es wurde tatsächlich der Betriebshof hier mitgeliefert und schickt jetzt die Nord. Die Linien wurden nicht angepasst, auf jeden Fall bis jetzt noch nicht, vielleicht kommt das noch. Genau, alle Busse enden bis jetzt Meesterkamp. Meesterkamp. Alle enden hier Meesterkamp, das sind zwei Betriebshöfe, einmal D und M. M gibt es immer noch, der wird wohl auch nicht abgeschafft. Und es gibt D halt. Genau. Mal wieder einen Fahrplan annehmen hier. Wie weit unten war das? Ne, 20 nicht. Die. 28, jo. Genau. Und dann können wir das mal mit dem Aufladen zeigen, beziehungsweise ich hätte es auch vorher schon zeigen können. Ich war nicht so doof dafür, oder? Jetzt kann man es nachgefetzt. Also, zum Aufladen müsst ihr die Klappe hier aufmachen. Klappe auf. Muss man die andere Sicht anmachen, so. Klappe auf und dann müsst ihr hier aufs Tanksymbol gehen. Also reparieren könnt ihr auch auf Tanken und dann kommt der Stecker runter. Genau, und dann lädt der Bus quasi auf. Wir haben im Moment 99%, lädt eben noch die 100% auf. Da können wir auch gucken, wie viel er verbraucht für die eine Fahrt. Da können wir das genau timen. Genau. Sonst, den Bus kennen wir ja. Hat sich nicht viel geändert am Bus. Und das ist natürlich jetzt realistisch. So ist. Wie es sein soll. 100% so. Dann können wir wieder. Kann man hier nichts machen. Ne, man muss aufs Tanksymbol wieder gehen. Tanken abbrechen. Oder? Ne, man muss draufklicken. Genau. Kann man mal eben ausprobieren, ob das geht, wenn man. Ne, das geht nicht. Aber man muss wirklich die Klappe aufmachen. Dann geht das Tanksymbol runter. Und wenn man nicht mehr tanken will, klickt man einmal drauf. Tür zu. Fertig. So, das ist die Seite. Die hätte ich euch noch nicht gezeigt. Extra den Bus extra laut. So, dann können wir Richtung Alsterdorf rollen. Ich muss mal Hilfsfalle anmachen, weil um die Navigation funktioniert gerade gar nicht. Machen wir eine Ehrenrunde, wir haben ja Zeit. Wollen wir uns die Betriebshofmauer hier angucken hier. Bisschen repariert, was da auch mal für ein Fehler war. Oh, wunderschön, der Betriebshof. So. Mal schön zum Ausgang fahren. Er ist nämlich hier. Schönes Gewitter draußen, schön.
Ja, genau, hier ist die fährt die U1 durch. Oder die S-Bahn. Ich glaube, die U1. Ich glaube, das ist die U-Bahn-Strecke, die hier lang führt. Genau. Wir haben noch ein paar Gebäude da drüben. Fahren wir einmal schön durch die City Nord. Genau, das Video bekommt jetzt unplanmäßig zwischendurch. Nehmt zwei Videos auf. Das eine bekommt jetzt unplanmäßig zwischendurch und das andere morgen. Ja, gebunden um die Zeit. Für einer der ersten, der es zeigt. Nein. Genau, denkt an das Gewinnspiel. Ich mache euch jetzt vorne keinen Abspann mehr. Denkt einfach ans Gewinnspiel. Dass die Woche kommt. Okay, also, dass morgen aufgelöst wird. Um 12 Uhr ist Schluss mit dem Gewinnspiel. Um 12:30 wird dann aufgelöst. Genau, wenn ihr, wir haben jetzt ja ein Ruhestück des Team Nord, wenn ihr jetzt wollt, dass wir hier eine Linie durchzimmern, schreibt mal in die Kommentare. Wäre ja auch eine Idee fürs Bauprojekt, wenn wir dann einfach ein Stück weiterbauen hier. Müsst es aber gerne in die Kommentare schreiben, für ich das weiß. Für ich das, für wir das einplanen können. Die das wollen. Genau. Oh, bis jetzt ist das irgendwie noch nicht ganz da. Genau, wer es möchte, schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt natürlich auch gerne mithelfen dann. Eure Objekte dafür geben. Oder so, aber es gibt halt keine neue Linie. So wie ich jetzt gesehen habe. Das sind die Standardlinien. Die Linien wurden auch nicht umbenannt. Das heißt, es ist alles so, wie man es gewohnt ist. Halt nur mit neuem Betriebshof. Aber die Linien führen auch nicht zum Betriebshof, also. Vielleicht wird das auch noch gepatcht. Vielleicht kommt das auch noch und das ist jetzt einfach nur das erste von den Updates. Morgen kommt der Rest. Kann gut sein. Da sind wir mal gespannt. Sind halt die Ringe. Hier sind die C-Norder sind ja nach Ringen sortiert. Du hast glaube ich drei Ringe oder so. A, B, C. Na, das sind die sortiert. Ihr dürft die 20, 26 und 118 lang fahren. Ja, ich glaube schon. Und manche Straßen sind halt hier noch nicht so wirklich ausgestellt. Jetzt hau ab da. Aber ist ja ein Freeware. Also ist ja ein kostenloses Update, was jetzt kam. Von daher darf man auch nicht so viel rummeckern. Kann ja froh sein, dann haben wir weniger Bauarbeit am Ende des Tages. Ups. Das war ich nicht.
So. Können wir uns hier schon mal im System anmelden. 1506. Fünf, fünf, eins, eins, neun. Genau, gibt es einen Überseering. Oder ist sogar der Überseering hier? Überseering, genau. Hier fällt die 26 und die 100, die 20. Nein, ich habe kaum verbaut. Rein theoretisch. Aber hier können wir ja weiterbauen. Können wir sehr gut vorstellen. Wenn um sie geladen hat. Wenn um sie geladen hat. Danke. Genau. Kann man sehr gut vorstellen, dass man hier gut eine Verbindungsstraße durchzimmern könnte. Oder hier. Geht bestimmt gut. Kann auch schon mal schildern. So. Di-di-di-di-di. So. Ach, den Bereich hier kannte um sie auch noch gar nicht. Sehe ich gerade. Das muss Ominao Gage noch lernen, den Bereich hier. Welche Runde ich schon machen wir jetzt? Ich würde sagen in die Richtung. So. Voll in die Eisen. Nicht in die Polizei rein. Wird ziemlich ungünstig. Di-d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 i. So, genau. Fahren wir jetzt bis hier vorne zum Pausenplatz Alzerdorf, dann schmeiße ich euch raus. Ihr macht eine Pause. Beziehungsweise das weitere Video, wir werden zum Hauptbahnhof fahren, das seht ihr dann in der regulären Folge. Genau. Das wird das schon mal haben. Seht ihr in der regulären Folge. Und dass ich einmal euch den Betriebshof gezeigt habe, dass ich auf dem aktuellen Stand bin, das habe ich ja gesagt. Sobald er raus ist, zeige ich euch das. Genau. Also in der Veränderung gab es noch keine, aber vielleicht kommt das ja noch. Da sind wir mal gespannt. Sobald das natürlich kommt, gibt es natürlich ein Video. Wie gewohnt.
Sonst müssen wir einfach mal selber Hand anlegen. An die Karte. Genau, wie wir weiterfahren, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr es getan habt, denkt an die Verlosung. Ich sehe, ein paar machen noch mit. Im Lostopf ist auf jeden Fall noch Platz. Ich habe beschlossen, für alle, die noch nicht daran teilgenommen haben, also die teilgenommen haben und diesen Gewinn halt, diesen einen Steam-Code nicht gewinnen, die kriegen eine Postkarte von mir zugeschickt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, daran teilzunehmen. Genau, und wenn sonst... Sonst euch gefallen hat, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal, guckt einfach mal rein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.